Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Quiz It Together, Wer wird Millionär, Staffel 2. Mein Name ist LTP. Neben mir sitzt der Basti. Neben dem Basti sitzt der Hannes. Yay! Und ja, oh, wir sind mal wieder zu dritt. Ja! Yay! Wir haben es hingekriegt, dass wir die Aufnahme starten können. Das war lustig. Jetzt können wir wieder was schaffen. Basti, du darfst aussuchen. Ich darf aussuchen. Ich möchte was von den neuen Sachen probieren. Junior oder Fußball? Junior. Ich glaube, da können wir richtig was machen mit Basti. Ja, wir könnten es diesmal dann echt schaffen. Vielleicht hätten wir es zum Schluss nehmen sollen, wenn wir die Millionen knacken. Ups, okay. Nee, mach ruhig. Okay. Wir können ja dann flüchten. Ah, ist ja schön, wieder hier zu sein. Mhm. Ja, lang ist her, ne? Zwischen meinen besten Buddies, den Hornis und den Edit. Hornis. Ist euch ja gerade beim Ladebildschirm ein Fehler aufgefallen? Ja, da stand Fragezeichen 250.000. Aber ich fand es so unwichtig, dass ich nicht angesprochen habe. Ja. Weil ihr seid mir wichtiger. Müsste ich gleich so rumschreien, Jungs. Tut mir leid, ja, ich weiß, deine Nachbarn sind doof geworden. Ja, das ist voll. Noch ist hier nicht Dings. Ordnet diese Nahrungsmittel nach ihrer Größe vom größten zu kleinsten. Blaubeere, Kürbis, Erdbeere, Apfel. So, mach mal das Witz an. Hä? Ist eine Blaubeere größer als... Größte zum kleinsten, oh, Digga. Das wird gut, Junior. Ich dachte, das hast du mit Absicht gemacht. Nee, ich dachte, es ist vom kleinsten zum größten. Komm mal nach vorne. Komm mal nach vorne. Ah, da bist du ja. Hannes, ich kann dich nicht mehr sehen. Basti ist so breit wie ein Schrank. Ich bin nicht nur so breit wie ein Schrank. Das ist der Schrank. Ich bin auch so voll wie ein Schrank. Ist doch besser, wenn du mich nicht siehst. Ist das hier nur wieder... Die streiten sich immer. Ja, wir sind total toll. Das wissen die doch. Oh, endlich wieder, endlich. Ich war so lange nicht mehr da. Jetzt kannst du endlich wieder gucken, die Let's Quiz. Geil. Endlich wieder diese schöne Grafik sehen, ab heute. Ja. Ab heute. Welcher Zwielaut bezeichnet ein Nahrungsmittel, das gerne zum Frühstück gegessen wird? Ui! Au! Oder Ei? Eieieiei! Haben wir da was dazugelernt? Ein Zwielaut? Ich hätte das ja Lautmalerei genannt. Letztens haben sie bei uns gestrichen, das war auch laut. Malerei! Was macht ein Sportler normalerweise in einem Wettbewerb mit einem Speer? Hin und her rollen? Darüber werfen oder treten. Treten wäre auch cool. Soll ich dich mal treten? Soll ich dich mal treten? Wenn man so gesehen ein paar Musiknoten an die Wand malt, ist es Tonmalerei. Oh! Probieren Sie es. Danke, jetzt will ich mich noch beschissen machen. Welche Walt Disney-Figur trägt einen Matrosenanzug? Donald Duck, Pluto, Mickey Mouse, Goofy. Es ist Donald. Diese Antwort ist korrekt. Geil. Das läuft ja richtig gut jetzt. Also ich glaube schon, dass wir die 300 Euro knacken. Oh, haben wir schon. Wow, ich bin mutig. Mutig. Du bist gut. Was für ein Wesen ist Frodo Beutlin in Der Herr der Ringe? Ist er nicht ein Elf? Ist er in den anderen Teilen was anderes? Wenn nicht, dann ist es ein Hobbit. Oh. Im Chat bin ich manchmal ein Troll. Oh. Boah, ist heute was los hier, ey. Ja, ein Karlauer nach dem anderen. Fassen nicht. Die letzte Frage, bei der die Gefahr besteht, leer aus. Und ratet mal, wer jetzt vorlesen darf. Der Hannes. Oh mein Gott. Welcher Sportart findet ein Federball Verwendung? Baseball. Vielleicht bei Federball. Steht da nicht. Dann vielleicht Boxen? Bei Badminton, Baseball, Boxen oder Bowling. Ich bin ja irgendwie für A. Warum? Ich weiß nicht, da steht bad. Bad? Because man. I'm bad, you know it. Bad. Nee, ich hab das Gefühl, dass ich das schon mal hier gesungen habe. Déjà vu. Wir haben sowieso schon sehr vieles gesungen. Warum sieht das aus? Günther überlegt. Ah, er überlegt sich gerade die nächste schwierige Frage für uns. Warum habt ihr eigentlich geglaubt, dass wir es schaffen könnten? Mit mir jetzt. Weil du clever bist. Ja. Aber es ist Junior. Aber an welchem europäischen Land grenzt eigentlich nochmal Portugal? Weißt du das zufällig? Spanien. Okay, dann nehmen wir Spanien. Warte. Ja, Spanien.
Ja, klar. Spanien. Frankreich wäre doof. Frankreich ist doof. Wow, ey. Die haben viel getan. Super gespielt. Baguettes. Garage, hier Etage, Atelier. Bei der Fernbedienung. Sehen Sie sich an. Was für ein Tier ist Monstro im klassischen Pinocchio-Zeichentrickfilm? Grille, Wal, Fuchs, Esel. The Binding of Isaac. Das war ein Wal. Dicker Wal. Das war ein schwarzer Pottwal, ne? Du bist ein Narwal, du Narr. Ein Narwal. Ein Narwal. Narwale sind toll. Da sitzen kleine... Ey, wenn wir nachher wieder Star Wars spielen, dann kack ich ab. Star Wars? Star Wars. Ey, schaut euch unser Let's Club Together Star Wars an. Voll geil. Der Link ist hier. Bearbeitungsedit. Gut gemacht. Danke. Welches berühmte Tor steht am Pariser Platz in Berlin? Basti? Das Holstentor, Porta Westfalischer, Brandenburger Tor oder Porta Nigra? Basti, das weißt du doch. Ist das der Pariser Platz? Das weiß ich gerade nicht. Oh mein Gott. Ich weiß, dass da Pariser Straße ist in der Nähe, aber... Also es ist ja eine Junior Edition, ja. Ne, dann wird das Brandenburg sein. Die werden ja nicht so eine fiesen Fragen. Das stimmt. Aber das ist jetzt die achte Frage. Ja, komm. Ich lebe seit 2 Jahren da und hab's erst einmal gesehen, das Brandenburger Tor. Du lügst. Okay, zweimal. Diese Antwort ist korrekt. Aber du hast richtig gesagt. Das ist falsch. Haben sich ja die 2 Besuche gelohnt. Wenn es mal Besuch gewesen wäre. Ey, Günther, du hast mich nicht zu beurteilen, du Schwanzlutscher. Entschuldigung. Das ist die Junior Edition. Junior Edition. Alter. Nicht solche Ausdrücke. Du Ruten-Nuckler. Bei welcher Sportart verwendet man ein Holz, Putter, Eisen, ein Affen und ein Pferd? Golf, Cricket, Polo oder Bergsteigen? Na, bei Pipi Poppen. Basti. Golf. Warte. Ja, nicht hier, Pipi Pop. Ich hab ein Holz, ein Putter und ein Eisen, ein Äffchen und ein Pferd. Oh Gott, wer kommt da in mein Haus? Nein, lass mich los! Nein, bitte nicht! Nein, nein! So wurde es dann bei der Original-Tonspur aufgenommen. Nein, solche Witze machen wir nicht. @LP, nee, die Schissers distanzieren sich von solchen Witzen. @LP ist verantwortlich. Wir distanzieren uns von @LP. Du kannst trotzdem die Frage lesen, während du gerade dein Glas äxt. Zum Ex muss es voll sein. Wie viele Spieler sind in einer Handballmannschaft? 11, 7, 9, 5. Mit echte betrunkene Eidechse schlucken? 5 nicht. Sehr gute Frage. 50-50 Joker einsetzen. Warst du nicht sogar mal im Handball aktiv? Ja, das ist ja das Schlimme gerade. Ich habe gerade so überlegt. Ist 7. Was, die war doch mal. Handball, ich will meinen 7. 9 sind zu viel. Ich sag 7. Ich würde jetzt ohne Joker 7 sagen. Ich bin öfters mal der fünfte Rad am Wagen. 7. Ich bin mal das fünfte Rad am Raden. Torwart und 6 Feldspieler. Könnte ein kleines Feld. Ich will so. Ja, warte. Wir nehmen die 7. Warte, ich zieh mal und meine Leute zusammen. Wir hätten den. 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 Mich? 5. Nee, wir haben noch den und den 7. Okay, gut. Die Hims sind jetzt reingeschnitten. Wenn das jetzt nicht stimmt, dann sind das Auswechselspieler. Oh, geil! Das ist die richtige Antwort. Die Hims hat der Bearbeitungs-Edit super reingeschnitten, oder? Ja. Das wirkte fast so, als hätte Basti gehimmt. Warum hat er das jetzt gemacht? Habe ich die Frage vorgelesen? Jo. Gut. Jo. War deine. Sie können deine Frage genauso gut beantworten. Dynamite! Wie heißt Wendys jüngster Bruder in Peter Pan? Michael, Jon, Peter oder David? War das nicht der Peter? Peter und Peter? Ich überlege gerade. Ich habe den nie so ganz gemocht, den Film. Ich mochte nur den Cock.
Hook. Ich kann die Entscheidung nicht abnehmen. Mit Robin Williams? Ja. Dann lass uns doch einen Joker nehmen, weil ich habe auch keine Ahnung. Also ich, John war es nicht. Und David auch nicht. Weißt du nicht? Nee, John war es nicht. Alter, jeder heißt da John. John. Der kleine Johnny, hm? Ich würde einen Joker nehmen jetzt. Ja, nimm mal einen Joker. Welchen? Sie den Tele. Warum sagt er eigentlich immer noch sie? Ist doch die Junior Edition, der kann doch duzen. Das ja. haben wir auch schon mal angesprochen, glaube ich. Hättest du mal geguckt, Junge. Ja. Mhm. Habt ihr herausgefunden, warum man nicht duzt? Ja, vielleicht, guckst du. Ja, guck es ja. So wie ihr alle da draußen auch. Da draußen. Da draußen. Dein Freund hat oh, den ach, doch, Mensch. John. Ist ja ein Ding. Alle heißen John. Dann heißen alle John. Alle lieben Johnny. Das war Peter, Das war Michael. Das ist doch hier verarsche. Ist das nicht das erste Mal, dass der Telefonjoker falsch lag? Die Junior Edition, nee, weißt du, da können sie nicht. Die Kinder verarschen. Die Kinder können sie ja verarschen, weißt du? Weißt du, was so ein 8-jähriger Wichser mit 32.000 anstellt? Der kauft sich Kinderschokolade ohne Ende, ja? Frisst sich voll den ganzen Tag, kriegt Diabetes, verliert ein Bein und stirbt mit 16 Jahren. Ja, guck mal hier an hier. Junior. Nächste Folge. Tschüss. Nee, doch nicht. Okay, wir spielen eine Runde. Entschuldigung. Das wäre zu cool gewesen. Oh, John Carpenter. Machen wir nochmal Junior? Ich glaube, das können wir schaffen. Nee, lass mal Fußball machen. Ich habe gehört, da wart ihr ja richtig gut. Ja, da waren wir die Besten. Da oben. Da unten. Jetzt oben. Jetzt oben. Mensch, bleib doch mal da, wo du bist. Ich kann Fragen vorlesen, aber raten ist nicht so da mein Ding. Raten auch, kann aber jeder. Nicht gut. Ich kann piraten. Oh, ich wäre gerne Piraten. Schade, dass es keine Piratenfragen gibt. Piratenfragen sind die besten. One Piece das One Piece Quiz Battle findet nicht mehr statt. Ja, nur mal so zur Info, Leute. Falls ihr 2 Jahre drauf gewartet habt. Oh, ich muss ja drücken. Und ich muss sagen, ordnen Sie diese Vereine nach Ihrem Abstand von Rom. Nächster Vers. Celtic, Sparta, Prag, AC Mailand, Hamburg. Nein! Das klang so falsch. Aber das war fast richtig. Das ist nicht schlecht. Richtig. Das war komplett falsch. Aber das hatte ich auch falsch. Letztendlich kann man sagen, geil. Letztendlich kann man sagen, fast richtig. Ja, wir haben uns einen High Five gegeben direkt am Mikro. Tut mir leid, Jungs. Entschuldigung. Bearbeitungseffektiv. Bautz! Das war's mit der Bassbox. Obwohl das ja, Klatschen ist ja recht hoch. Ist ja nicht viel Bass drin in so einem Klatschen. Gut. Kann ich auch 2 Millionen gewinnen? Nein. Zweimal spielen. Der Wichser, ey. Weißt du, was der Edit noch Geiles im Kühlschrank hat? Schöne Klopfer. Die hauen wir gleich weg, weil ich habe jetzt richtig Bock voll mir. Nee. Jungs, wir spielen die Junior Edition. Und wir spielen Fußball. Weißt du, was mir gerade juckt? Der sagt. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Bei der WM 2006 trugen zwei Mannschaften Trikots. Die von. Ach, Leute. Ja, was ist das wohl? Roma. Ach Leute, mach sie so leicht. Jaguar. Was ist das Gegenteil von Jaguar? Nein, Gua. Lies vor. Ein Vorläufer des UEFA-Pokals war der Punkt-Punkt-Punkt-Pokal. Zirkus, Messestätte, Fiesta oder Gala. Fiesta. Was? Was hast du gemacht? Zirkus. Galapokal? Messestättepokal. Ohne Witz? Ja. Warum weißt du das? Das frage ich mich auch gerade. Ich fasse jetzt die Maus nicht mehr an. Ich hab doch gesagt, ich weiß nichts von Fußball. Ja, warum drückst du dann auf einmal alleine hier? Na, weil. Weil ich dachte, das ist offensichtlich. Der Galapokal. Alter, wie kann denn etwas Messestättepokal. Hier, das ist er vermutlich hier, ja? Das ist der Messestättepokal. Das ist der Messestättepokal. Oh nein. Als sie den bei der UEFA nicht mehr gebraucht haben, hat hier Günther den bekommen. Auf jeden Fall kann man sagen, es war doch eine wunderschöne Folge. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Quizzle Together. Wer wird Millionär? Mit mir, dem Edit-EP, dem Hannes und dem Basti. Ah.